man kann es ja verstehen, warum die Leute besorgt sind, weil es einfach die Physik nicht so einfach ist. Der Laie wünscht sich, dass gesagt wird, wir garantieren 100%, das macht euch nicht krank. Das ist aber das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und das BFS und das KEMF natürlich aus gutem Grund so nicht kommunizieren. Wir messen jetzt hier die Feldstärken. Im Hochfrequenzbereich ist jetzt Gigahertz und können uns auch die Grenzwertausschöpfung angucken. Und da sehen wir, dass die Gesamtgrenzwertausschöpfung im Moment bei 0,001% ist. Meine Damen und Herren, Unsicherheit ist der Begleiter jeder Veränderung. Im Kleinen, bei irgendwelchen Endgeräten, die wir am Körper tragen, und sei es nur so ein Mikro, im Großen, wenn wir gigantische Stromnetze sehen, die gebaut werden. Viele Menschen sind verunsichert. Welche Auswirkungen haben denn diese Dinge auf ihre Gesundheit? Das Bundesamt für Strahlenschutz nimmt diese Fragen ernst. Und dass wir hier heute feierlich das Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder an Cottbus eröffnen können, ist der Beweis dafür. Dieses Zentrum wird arbeiten im Ermitteln von Fakten, im immer wieder neuen Schürfen von Forschungsthemen, die sich neu auftun, und bei der Hilfe und Unterstützung in der Aufklärung der Bevölkerung. Ziel der Förderung ist es, mittel- und langfristige Impulse für eine erfolgreiche Entwicklung zu geben. Es ist daher unser erklärtes Ziel, die Lausitz als eine wissenschaftsorientierte Region und einen Wirtschaftsstandort auf der Basis moderner Technologien zu fördern und zu positionieren. Bundesamt für Strahlenschutz gab es vorher, geforscht haben wir vorher. Was ist denn jetzt anders? Tatsächlich ist die schon angesprochene Transformation anders und die gesellschaftlichen Veränderungen, die unterwegs sind und unterwegs bleiben werden. Es geht natürlich um das große Thema der Energiewende und das kann man nicht mit der Wissenschaft alleine. Fakten sind wichtig, aber das kann man nicht mit Fakten alleine. Man braucht wirklich das Zusammenspiel aller Akteure, die braucht man, aber man braucht auch die Öffentlichkeit, die Bevölkerung. Und das bringt uns zu unserem Podiumsgespräch, zu unserer Diskussion heute hin. Wie kann man denn gute Wissenschafts- und Risikokommunikation gestalten? Wenn man ehrlich ist, dass man etwas nicht beantworten kann, ist das viel authentischer und das wird viel bewusster wahrgenommen, als wenn ich versuche, denen etwas zu erzählen. Weil es gibt dann garantiert Punkte, wo ich auf der falschen Straße unterwegs bin, dass meine Wahrheit oder so, wie ich sie sehe, dann wirklich zur Unwahrheit führen und dann ist auch es mit meiner Authentizität am Ende. Und das ist nicht gut. Ich glaube, in den anderen Köpfen raucht gerade auch ganz viel so, was ja gut ist. Aber kurz zu der Wahrheit. Es gibt halt nicht die eine objektive Wahrnehmung der Welt da draußen. Und alles, was unser Gehirn leisten kann, ist eigentlich ein Interpretieren. So, und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt, wenn ich dann Vertrauensfrage, Bürgerdialog und so weiter aufmachen will, wie schaffe ich es, eine ehrliche und transparente Kommunikation zu bekommen, wo eben nicht sich an einzelnen Fakten festgehalten wird oder potenziellen Unklarheiten, sondern die übergeordnete Frage zu stellen, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Ist es eine Angst? Ist es eine Angst von Eltern? Also das dann aufzugreifen und auf diese Ebene sich zu bewegen. Die Gruppe Wissenschaftler ist praktisch komplett unbekannt. Das ist eines der größten Probleme, dass sich Wissenschaft immer so zurückzieht und irgendwie, also wie, okay, wir produzieren jetzt hier die Ergebnisse und ihr in der Politik am besten noch müsst dann entscheiden, was ihr damit macht. Diese Haltung, die funktioniert, hat noch nie funktioniert meines Erachtens und die funktioniert in diesen Zeiten von Social Media und viel hinterfragen, was ja eigentlich eine gute Sache ist, überhaupt nicht mehr. Und das sind die Themen, an denen wir echt arbeiten müssen, zu sagen, wie kriegen wir die Komplexität eines wissenschaftlichen Reviews, wie erklären wir, warum Expertenkommissionen zu Ergebnissen kommen. Und wahrscheinlich ist es auch biologisch sinnvoll, was neu ist, zuerst mal skeptisch zu sein, weil wir haben ja so viel entwickelt, dass man schon davon ausgehen muss, dass Veränderungen eben auch negative Veränderungen sein können. Ich danke Ihnen, dass Sie dem Thema und dem Bundesamt
die Wichtigkeit wiedergespiegelt haben, die wir in diesem Thema auch drin sehen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Das hier ist eine Kohleregion. Hier begrüßt man sich noch teilweise mit Glück auf. Der Steiger kommt. Und hier jetzt sozusagen einen tiefen Wandlungsprozess zu organisieren, der auch Angst und Verunsicherung schafft, ist eine große Aufgabe. Das Kämpf kann dazu beitragen, der Bevölkerung die Angst zu nehmen, indem es diese Unsicherheit natürlich ein Stück minimiert. Und das kann passieren, indem diese erstmal nicht sichtbare, nicht hörbare Thematik greifbarer wird. Also erlebbar zu machen und erlebbar vor allem zu machen, dass es sich eben nicht schlimm oder gefährlich anfühlt und dass es auch nicht schlimm und gefährlich ist. Und insofern ist es natürlich die Aufgabe eines Staates, staatlicher Einrichtungen aufzuklären, zu forschen, Fragen nachzugehen. Und das, was an Wissen da ist, gut zu vermitteln, sodass aus unberechtigten Sorgen Sicherheit und Zuvertrauen entsteht. Ich finde, alle, die im Kampf arbeiten, haben einen ganz tollen Job. Der tolle Job betrifft einerseits Forschung und Bewertung und die Beobachtung der Daten- und Studienlage und auf der anderen Seite aber auch die Art und Weise der Kommunikation und der Umsetzung des Dialogs in die Gesellschaft. Und ich persönlich finde das ganz, ganz spannend, dass man diese verschiedenen Bereiche im Kampf miteinander bearbeitet, voneinander lernt, miteinander verheiratet und dadurch einen für das Kampf, aber insgesamt für die Gesellschaft einen wirklichen Mehrwert schafft.